Hey Leute, willkommen zum heutigen Motorvlog. Heute soll es darum gehen, welchen Sprit tanken. Viele Leute sind sich dessen gar nicht im Klaren, welchen Sprit sie tanken sollten. Und dementsprechend tanken sie irgendetwas, Hauptsache sie haben was im Tank. Aber ich wollte einfach mal drüber reden, was ich tank vorhabe. Ich tanke Super 95, es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Super 95 in der Regel mit einem Bioethanol-Anteil bis zu 5% versehen. Ist nicht an jeder Tankstelle so, aber an den meisten in Deutschland. Und es hat einfach den simplen Grund, da die Tankstellen eine Bioquote erfüllen müssen und dementsprechend halt, wie soll ich sagen, Bioethanol versetzen, um die Erdölreserven nicht so schnell aufzubrauchen. So, was ist denn überhaupt Super 95, Bio, Sprit und Super Plus und Ultimate? Es gibt verschiedene Spritsorten. Ich erkläre euch einfach mal, wofür hochwertigerer Sprit ist. Hochwertigerer Sprit, also Sprit, zeichnet sich zum einen durch die Oktanzahl aus. Die Oktanzahl sagt an, ab wie viel Grad, also wie früh sich der Sprit von alleine entzündet bei einer höheren Temperatur. Also im Kolben, wenn der Kolben halt so sehr arbeitet, dass es extrem heiß wird, dann entzündet sich halt der Sprit relativ schnell von selber bei billigem Sprit aus dritter Weltländern. Deswegen haben wir hier Super 95 und Selbstentzündung tritt bei Super 95 nur bei Hochleistungsmotoren auf, wie beim Porsche 911er, bei einem Seat FR mit 200 noch was PS und dann am besten noch ein bisschen Chip getuned, dass der Motor extrem hohe Temperaturen erreicht und dann explodiert der Sprit beim Ottomotor, bevor der Zündfunken überhaupt einsetzt, und dann arbeitet das gegen den Arbeitstakt. In der Regel folgen keine Motorschäden, in der Regel sind es nur Leistungsverluste, die ihr dann habt, um ein paar PS. Ist nicht wild bei einem 200, 300, was weiß ich was PS Motor, aber deshalb gibt einfach Porsche an, ihr sollt Super 98 tanken, einfach eine höhere Oktanzahl, im Volksmund Super Plus genannt. Und ja, was soll ich groß sagen, Jesus Christ, save mich. Auf jeden Fall hatte das den Grund. Ich muss sagen, bei der MT-07 ist es gar nicht nötig, sie ist nicht so sehr von der Leistung dran, dass es irgendeinen Effekt geben würde, vor allem nicht spürbar, also es könnte direkt knicken, ihr spürt den Effekt nicht, auch den Leistungsverlust spürt ihr nicht, ihr könnt es nur nachmessen bei einer Messung. Und ja, was soll ich groß sagen, und deshalb finde ich Super 95 super. Dieses Wortspiel, nee, auf jeden Fall. Ja, als ich die MT-07 abgeholt habe, war E10 oder sonst was drin, das stinkt wirklich ekelhaft. Ich finde den Geruch nicht angenehm, deshalb kommt für mich E10 nicht in Frage. E10 wurde eingeführt von der Regierung, und da die Regierung sehr viel Geld investiert, um Förderung an Mitteln zu schaffen, dass man halt die Erdölreserven und so nicht so schnell aufbraucht. Das hat einfach den Grund, wie entsteht zum Beispiel Bioethanol. Bioethanol entsteht durch, wie ihr hier seht, Maisfelder oder einfach Weizenfelder, verschiedene stärkehaltige Pflanzen, die dann destilliert werden, nachdem sie behandelt wurden, und daraus entsteht halt Ethanol, das reine Ethanol. Da kommen natürlich auch Additive und so zum Sprit hinzu, aber dazu kommen wir auch gleich. Und das hat halt das Problem, dass bei der Herstellung viel der Regenwald in Betracht gezogen wird, weil dort einfach Felder abgerodet werden bzw. extra gepflanzt werden, nur zum Zweck, und da gab es einen Skandal zu, und ich möchte einfach nicht weiter drauf eingehen. Das Problem ist, Biosprit ist umweltschädlicher, weil es einfach in der Theorie natürlich nicht, weil die Pflanzen brauchen, wie schön es sagt, nehmen das CO2 auf aus der Welt, und wenn sie halt bearbeitet werden, geben sie nur das CO2 ab, was sie wieder aufgenommen haben. Das Problem ist der Wasserverbrauch und das ethische Problem, dass Leute hungern und wir für unseren Sprit, für unsere Luxusartikel Nahrungsmittel
vernichten. Und damit kommen halt viele nicht klar. Und es entstehen bei der Bearbeitung von verschiedenen Pflanzen Lachgase. Und Lachgase sind in unserer Atmosphäre 300 mal so schädlich wie CO2. Also jetzt für die Erwärmung. Und da stellt sich halt mir die Frage, Biosprit zum Schutz der Umwelt oder Biosprit, weil viel Fördergelder da reinfließen und man Geld mitmacht. So, das Problem ist, Biosprit habt ihr an der Tankstelle, viele sehen es, Biosprit wird günstiger verkauft. Was ich sagen kann, bei E10 beträgt der Verbrauch 10% mehr als bei normalem Supersprit, Benzin, weil Ethanol einfach nur zu 2/3 die energetische Dichte hat wie Benzin, und es hat einfach den simplen Grund, dass ihr halt einen weniger dichten Brennstoff habt und dann mehr davon benötigt, um dieselbe Leistung abzurufen. Ist ähnlich wie bei Gas. Und das ist halt nachteilhaft, aber 3%, die wirken sich kaum nie aus. Und ja, es tanken kaum 10% der Deutschen überhaupt Biosprit, deswegen ging das halt richtig in die Hose. Und dann hat der Staat gesagt, jo, Tankstellen, ihr braucht eine Quote vom gesamten Sprit, den ihr verkauft, muss zu 6,25% Biosprit davon verkauft sein, sonst müsst ihr Zahlungen tätigen, Strafzahlungen und so weiter und so fort. Und dann haben die Tankstellen sich entschlossen, den in der Herstellung teureren Biosprit für weniger Geld anzubieten als Super 95. Deswegen seht ihr E10, E5 und also E10 ist günstiger als Super 95, obwohl es teurer ist in der Herstellung. So, deswegen möchte ich das einfach nicht tanken, weil ich einfach nicht mit klarkomme. Ich möchte es nicht unterstützen, dass der Regenwald unnötig abgeholzt wird. Klar, Erdölreserven und so ist auch ein wichtiges Thema, ist drum gestritten, aber ich möchte es persönlich nicht. Bei älteren Motorrädern kann es die Benzinleitungen und so angreifen, weil Ethanol halt zerstörend wirkt und eure Leitungen angreift. Und ja, was soll ich groß sagen, kann zu Motorschäden und sonst wie führen bei Motorrädern, wo es nicht zugelassen ist. Meine ist E10 geeignet, würde ich aber nicht mehr reintanken, die stinkt, das ist nicht mehr lustig. Und ja, die Additive, wenn ihr euch fragt, hey yo, Lacto, du hast gesagt, Super 98 oder Ultimate, den du getankt hast mit der CBR, da lief sie schneller. Ja, ich muss sagen, gefühlt, also es war sehr, sehr subjektiv, konnte man sie länger auf hohen Drehzahlen fahren, ohne Leistungsverlust zu haben, weil mit Super 95 hat sie sich obenrum einfach träger angefühlt. Kann subjektiv sein, muss keine Leistungssteigerung oder sonst wie sein, aber die Ultimate hat zum Beispiel Additive drin von Aral, 102 Oktan by the way, dass die Aral damit wirbt, dass es euren Motor reinigt und dem Motor gut tut, sowie den gesamten Motorelementen. Und ja, ihr habt halt auch immer das Problem im Zylinder, wenn ihr Sprit tankt, dass ihr, wie heißt es, gewisse Blow-By-Gase habt. Also der Kolben dichtet ja vor allem im Kaltzustand nicht perfekt ab mit dem Zylinder, weil er leicht oval ist und dehnt sich dann mit der Temperatur aus. Und in dieser Phase, wo er noch nicht ganz dicht ist und der Ölfilm nicht ganz abdichtet, habt ihr Blow-By-Gase, die sich in euer Öl mischen. Und deshalb ist ein Ölwechsel so oft nötig, und da möchte ich keinen Alkohol in mein Öl haben, auch wenn Benzin nicht arg viel besser ist, bin ich kein Fan von Alkohol im Öl. Aber es sind auch nur geringere Mengen und kommt sehr stark auf euer Bike an und das Produktionsjahr und so weiter und so fort. Und ja, in dem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, ich habe euch einen soliden Überblick gegeben über den Sprit. Tankt, was auch immer ihr wollt. Ich möchte keinen dazu aufheitern, irgendwie irgendwas zu kaufen. Tankt, was ihr wollt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr. Und bis zum nächsten Mal. Über ein Like würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ciao, Leute.